Wir wollen eine etwas andere Form machen, als der Großteil von euch bisher erlebt hat, nämlich eine... Hallo, die alten Damen da vorne, Älteren. Auch bitte nicht so laut reden. Also, wir wollen versuchen, eine Diskussion zu machen untereinander, mit kurzen Absätzen und nicht so 20 Minuten Vortrag und dann kommt der Nächste. Das ist natürlich anstrengender, auch für euch vielleicht auch nicht, mal schauen. Und wir wollen nicht so starten, wir reden erstmal und dann seid ihr dran, sondern wir wollen mal es umgekehrt machen. Strategie, wofür eigentlich? Denkt jetzt mal kurz darüber nach, wofür wir eigentlich eine Strategie brauchen, was ist der Sinn und Zweck, was ist das Ziel einer Strategiedebatte, was soll erreicht werden, was sind die Probleme, was sind die Schwerpunkte. Darum geht es, wir werden dann vielleicht am Anfang 6 Wortmeldungen, die ihre Vorstellungen oder ihre Fragen formulieren, aufgreifen, also nicht dann jetzt stundenlang Wortmeldungen, und dann versuchen wir das halbwegs strukturiert zu diskutieren. Also ich stelle jetzt das Podium vor und ihr überlegt, wohin soll es eigentlich gehen? Was ist das? Strategie braucht ein Ziel, ne? Eine Vision vielleicht auch. Ich darf erst das Podium vorstellen. Da muss man natürlich mit den Damen anfangen. Natürlich. Auf meiner Rechten sitzt von euch aus gesehen links natürlich sitzt Alexandra aus Wien und sie arbeitet bei ATTAC. Wien, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja? Österreich. Österreich, ATTAC Österreich, ist natürlich was ganz anderes, Entschuldigung. Auf meiner Rechten von euch sitzt Marga Terré aus Spanien, sie wohnt in Madrid und arbeitet für Transition Europe, richtig? Sie wird dazu auch noch was sagen. Transform Europa, Entschuldigung, Europe. Ah, das ist ja auch immer schwer. Und ganz rechts von euch aus gesehen sitzt Uli Brandt, den habt ihr eben schon gesehen. Der ist Politologe und eigentlich ein Deutscher, aber arbeitet jetzt auch in Wien und wohnt da auch, wenn ich das richtig verstanden habe, obwohl du zwischendurch mal ziemlich lange weg warst, aber... nehmt ihn als Wiener, bitte, als Deutsch-Österreicher. Mein Name ist Andreas Fisan. Ich wohne in Bielefeld und lehre da Jura oder versuche das zumindest. Als ich hier gefragt wurde, ob ich über Strategie, das Strategieplenum moderieren soll, ist mir der alte Marx eingefallen, der hat nämlich gesagt, in einen Verein, der mich aufnimmt, kann ich doch nicht eintreten. Das war natürlich nicht Karl Marx, sondern Groucho Marx. Einige werden den vielleicht noch kennen. Jemand aus der ganz frühen Zeit, nachdem der Stummfilm zu Ende war oder so gerade im Wechsel war, da kamen die Marx Brothers. Ich verändere das etwas. Über Strategie diskutieren kann ich doch überhaupt nicht. Das ist doch alles, wo ich jemals war, ist voll total in die Hose gegangen. Deshalb mache ich auch vielleicht besser nur die Moderation. Und ich hoffe, das gelingt mir. So, jetzt habe ich genug dummes Zeug erzählt. Jetzt bitte ich doch mal, vielleicht gibt es 3 bis 6 Leute, die eine Idee haben, was sie eigentlich hören wollen, wofür wir eine Strategie brauchen. Die mögen doch bitte wie immer an das linke oder das rechte Mikrofon gehen. Und wenn sie sich, wenn sie was sagen, bitte vorher kurz sagen, auf welcher Sprache sie sprechen wollen, damit die Dolmetscher dann kurz den Kanal einstellen können. Kleine Pause und dann loslegen. Also gibt es vielleicht jemand, der ans Mikrofon gehen möchte? Sie haben sich... Genau, gehen Sie doch einfach ans Mikrofon. Ja. Ja. Thomas zuerst, dann ist ja egal.
In Deutsch. Ja, ich weiß nicht, ob es auch von Groucho Marx ist. Ich glaube, Strategie ist völlig überbewertet. Ich glaube, es ist wichtig, sich ein Bild zu machen, wie Gesellschaft funktioniert, als über Theorie zu sprechen, damit man Bewegung machen kann. Aber ich halte es ein bisschen für illusorisch, was ja in linken Kreisen verbreitet ist. Wir analysieren die Gesellschaft und wenn wir lange darüber nachdenken, haben wir die richtige Strategie und dann setzen wir die um und dann klappt das schon mit der Revolution. Also ich glaube, wir brauchen eine theoretische Debatte. Was passiert in der Gesellschaft? Wir brauchen eine Debatte, was wir politisch tun wollen. Und dann müssen wir es einfach ausprobieren und dann sehen wir, ob es klappt oder nicht. Also ich bin immer dafür, theoretisch zu diskutieren, aber die Illusion zu haben, wir brauchen nur die richtige Strategie und dann machen wir das, glaube ich, hilft in einer K-Gruppe, aber ist, glaube ich, für eine Bewegung wie unsere nur bedingt hilfreich. Danke. Jetzt die Seite. Auf Deutsch. Eine Strategie, Hegemonie zu erreichen der linken Idee. Okay, ganz knapp. Jetzt ist natürlich, das war natürlich von Thomas jetzt ganz geschickt, wir diskutieren nicht über Strategie, sondern was tun. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, wo der Unterschied ist. Danach wollte ich eigentlich fragen, was sollen wir tun oder wo soll es eigentlich hingehen? Wir wollen was tun, aber weshalb, wozu eigentlich? Das wäre dann die Frage des Ziels. Versuch es nochmal oder jetzt erstmal der... Ja gut, also was mir bei Strategie zunächst mal einfällt, es ist ja ein militärischer Begriff, heißt wörtlich übersetzt Feldherrenkunst. Insofern ist das schon ein bisschen schwierig. Strategos ist ein griechischer Begriff, ist der Feldherr. Aber ich persönlich halte eben viel davon, eben das als Handlungskonzept zu sehen. Und ein Handlungskonzept braucht tatsächlich ein Oberziel oder auch ein Ziel, was da drunter ist und wo vielleicht auch der meiste oder der größte Konsens hier im Raum sein könnte. Aktuell ist vielleicht das Ziel, worüber viele reden, eben sozial-ökologische Transformation, was das immer mal heißen mag, aber das könnte ein Ziel sein, Oberziel, wo natürlich eine Menge an Zwischenschritten notwendig ist und auch trotzdem, was der Thomas sagte, auch ist es schon wichtig, sowohl die gesamten Bedingungen, das heißt die Akteurinnen auf der einen Seite und auf der gegnerischen Seite schon genau zu analysieren. Also das zumindest weil Ziele, die wir haben, die können wir nur durch eine intensive Bündnis- und Netzwerkarbeit erreichen. Also ich glaube schon, dass Attac da einen Mangel hat an strategischem Denken. Aber wir haben nur auch auf der Seite Meldungen. Okay, da jetzt noch. Bitte. Okay, can I speak in English? Yeah, so first of all, I wanted to challenge the idea that we do not need a strategy. We know that... So we do need to win, and we need to win by 2030, and we do need to keep below 1.5, and this is why we need a strategy. That strategy needs to be global, so it cannot only be an European strategy, although it's really important to coordinate at an European level. And at the same time, I also want to challenge something I heard this afternoon on the climate forum, that is, we should not overburden ourselves. That is not such a concept. We have a task to do, and that task is part of that strategy, and there's not such thing of overburdening ourselves. We need to do what it takes. And one part of that strategy is, of course, through disruption. So I know that some people from End Fossil Occupy would like to talk. Does someone want to come here as well? Or, well, the youth movement is also going to radicalize this semester. We're going to occupy our schools and universities, but we're not just doing this for the youth movement. We're doing this for the whole movement to radicalize itself. So one thing is to support the occupations, but also to think, how can you radicalize yourselves as different parts of the movement and doing more that we are doing right now? It's die Seite, also wir brauchen eine Strategie, den Klimawandel aufzuhalten, und zwar eine, die an die Wurzeln geht. Radikalisieren hört sich immer so doll an, heißt eigentlich ganz banal, bitte an den Wurzeln anfangen. Bin ich lateinisch, mal nehme, nicht griechisch. Jetzt die Seite.
Danke, ich spreche auf Deutsch. Ich kann da ganz gut anschließen. Wir brauchen Strategien, weil die der Bogen sind zwischen dem, wo wir stehen und dem, wo wir hinwollen. Und wir haben weder die Zeit noch die tatsächlichen monetären, physischen, emotionalen Ressourcen, um 500.000 Dinge einfach mal auszuprobieren und dann nicht wissen, wo wir hinkommen. Das kriegen wir nicht hin, da sind wir alle müde und fertig. Plus, wir haben die Zeit dafür nicht. Plus, ganz wie richtig gesagt wurde, wir müssen an die Wurzeln gehen, und um an die Wurzeln zu gehen, brauchen wir einerseits die Analyse, und die Analyse bringt uns auch dorthin, was wir glauben, wo wirklich Angriffspunkte sind. Und wenn wir einfach so gießkannenmäßig versuchen, mal heute hier das eine, mal morgen das andere, dann sind wir in 10 Jahren immer noch da und wir sind keinen Schritt weiter. Und wir wollen, glaube ich, alle gewinnen, wir wollen alle weiterkommen, und deswegen ist diese Strategiedebatte super wichtig. Aber die Frage ist, wo wir hinwollen. Die Frage, wohin? Ja, Sie haben gesagt, wo wir hinwollen. Genau, Visionen und Ziele zu definieren, ist der erste Schritt der Strategiedebatte, richtig? Ah, okay. Also ist keine Frage. Okay. Jetzt. Hallo, ich sage es auf Deutsch. Für mich ist das oberste und allerdringendste Ziel eine ökologische Transition, also ökologischer Wandel. Und ich denke, das Potenzial auch außerhalb von ATTAC ist enorm groß. Und das mitzunehmen und gemeinsam für einen ökologischen Wandel zu arbeiten, das würde ich ganz toll finden im Moment. Danke. Okay. Zwei noch oder eine? Thomas, willst du auch noch? Ja, aber dann machen wir Feierabend, die beiden noch, würde ich sagen. Und dann ist, ich habe ja gesagt, 6 sind schon 7 oder 8 jetzt. Bitte, ihr beiden noch. Auch auf Deutsch? Habe ich nicht gesehen. Ja, aber erst er. Wie können wir Klimaaktivisti auf euch als soziale Verbände und auch auf Gewerkschaften, vielleicht sind auch Gewerkschaften im Raum, zugehen? Und wie können wir kooperieren? Okay. Danke. Ja, also ich würde mal sagen, das oberste Ziel ist, die Lebensbedingungen für Menschen auf diesem Planeten aufrechtzuerhalten. So, und wenn ich mal gucke, 2020, in dem Corona-Jahr, das war das einzige Jahr, wo die CO2-Emissionen nicht gestiegen sind. So, ich glaube, man muss das als Vorbild nehmen. Wir hatten diesen Corona-Lockdown, so, wo plötzlich es möglich war, dass ganz viele Arbeiten nicht stattfanden. Und daran erinnern wir uns gut. Jetzt in Europa, ne, trotzdem ist niemand verhungert. Und, ich denke, das müssen so die Forderungen. Die Forderung müsste eigentlich sein, ein Lockdown fürs Klima, dass nur noch die lebensnotwendigen Sachen produziert werden. Und dann kann man sich in aller Ruhe überlegen, was man sonst noch vielleicht braucht. Okay, danke. Thomas? Ja, herzlichen Dank für euer innovatives Format, obwohl ich mich jetzt ein bisschen überrumpelt gefühlt habe. Aber ich würde denken, Strategie, Ziele, Unterziele ist ja immer, kann man ja immer so ein bisschen aus verschiedenen Perspektiven sehen. Ich würde denken, dass klar, das Ziel ist diese sozial-ökologische Transformation, die Rettung des Klimas, des Planeten. Aber ich denke, dass gerade ATTAC auch vor allem dann wirksam ist, wenn es Forderungen für die internationale Zusammenarbeit formuliert. Ich denke, das ist immer so ein bisschen die Gefahr, wenn man jetzt sagt, gut, wir müssen jetzt also die Politik ökologisieren, dann ist ja immer, bleibt die Frage offen, ja, auf welcher Ebene denken wir da über die Politik nach? Und ich denke, ATTAC sollte eben gerade immer auch Forderungen für die internationale Ebene formulieren. Heute Nachmittag habe ich zum Beispiel was gehört, was mir so nicht klar war, dass die Schuldenlast für den globalen Süden, also ein Hauptgrund ist, für diesen Extraktivismus immer weiter zu führen.
und damit im Grunde die Bemühungen um Klimapolitik zu hintertreiben. Das wäre zum Beispiel ja dann so eine Sache, wo man dann wirklich eine Forderung, was ich gegenüber IWF oder Weltbank oder eben G7 und so weiter formulieren könnte. Eine andere Sache ist, denke ich, dass einfach dass man fordern muss, dass das internationale Recht, das Völkerrecht einfach wieder auf Menschenrechte und eben auch heute die Rettung des Klimas ausgerichtet wird. Da gibt es dieses Konzept des Jus Cogens. Du kannst das bestimmt besser erklären, Andreas, als ich. Und da ist zum Beispiel die Idee, dass man das Pariser Klimaabkommen zu diesem Jus Cogens zählt. Das wäre also dann eine Norm, gegen die durch keine anderen völkerrechtlichen Verträge verstoßen werden darf, beziehungsweise wo dann ganz schlimme Freihandelsverträge einfach nichtig würden, wenn sie eben dann dem, wenn man sagt, wir widersprechen dem Pariser Klimaabkommen. Vielen Dank. Wenn ich das kurz zusammenfasse, sind doch im Wesentlichen die ökologische Transformation, Aufhalten des Klimawandels, die Ziele, die Aufgaben, die sich nach eurer Meinung oder nach der Meinung der Rednerinnen und Redner Attac stellen soll. Es gab eine Ausnahme. Wir müssen überhaupt erstmal über Ziele nachdenken und vielleicht Visionen entwickeln. Ich greife diesen Ball nochmal auf. Der ist ja noch etwas weiter als dieses ja doch relativ verbreitete Ziel. Habt ihr Ideen für eine Vision? Was sind Visionen, die man als Ziele definieren könnte, die nicht nur die Rettung der Menschheit ist, sondern vielleicht auch ein gutes Leben der Menschheit oder sowas? Möchtest du anfangen, Alexander? Bitte. Ja, ich kann anfangen. Du hast es eh schon genannt. Also eine Vision, mit der wir in Österreich arbeiten, aber ich habe auch das Gefühl, dass das mittlerweile sehr breit ist diese Utopie und diese Ansage des guten Lebens für alle. Und dass alle meint wirklich alle auf der Erde und dass alle inkludiert auch die Natur. Und das gute Leben für alle bedeutet auch für uns die Art und Weise, wie wir die Dinge organisieren, die wir brauchen, um gut leben zu können, also orientiert am Bedarf, das so zu organisieren, dass das nicht auf Kosten der anderen geht. Also sozusagen unser gutes Leben in Europa, in Deutschland, in Österreich so zu organisieren, dass es eben nicht auf Kosten der anderen geht. Und das ist unsere Grundleitidee, aus der sich dann alles andere für uns an konkreten Forderungen, an Kämpfen, an Strategien ableitet, wo wir aktiv sind. It's working. Yeah. I'm sorry. No, do we have to do nothing? Yeah? Okay. As I come from a network of political foundations and theoretical thinkers, and critical thinkers, my answer of the vision is to dispute the future, will be my answer. We are in Germany, the country where we saw the end of history after the Berlin Wall fell down, and we saw that the neoliberalism imposed a narrative saying that there is no future, there is no alternative. There is no other way of organizing the world but capitalism. That is exactly what they said. And we are here to say that no, there is other way of doing things, and we are here to imagine and to go together to make a different future possible. Thank you. But there's a... Sorry, Deutsch natürlich, ich muss Deutsch reden. Da ist natürlich ein Riesenunterschied zwischen es gibt keine Alternative, Maggie Thatcher, und No Future. Das muss ich jetzt auf Englisch sagen, weil No Future ist die Punk-Losung gewesen, die natürlich überhaupt nichts mit den Neoliberalen zu tun hatte, von der Punk-Musik. Ne? Okay. Yeah. Ich denke, wir haben es eigentlich einfacher, als wir denken, wenn es um Visionen und Horizonte angeht. Darum geht, weil wir ja ganz viel wissen. Wenn wir, ich habe heute Mittag schon erwähnt, wir haben gerade ein Buch fertiggestellt, Degrowth and Strategies, von einer großen Degrowth-Konferenz. Ich war mit manchen hier im Saal, Alexandra, ganz oft auf den Weltsozialforen, auf den europäischen Sozialforen. Und wenn wir darüber nachdenken, was in den verschiedenen Konfliktfeldern bereits läuft, Ernährungssouveränität, solidarische Mobilität, Care-Economy,
Bildungszugänge, also eine emanzipatorische Bildung. Wir hatten heute Mittag eine taffe Diskussion über Wissenschaft. Andere Formen des Produzierens, Tauschwirtschaften und so weiter. Es gibt doch so viel. Und mein Plädoyer wäre, das mag irgendwann zu einem Horizont werden, aber es muss aus der Praxis entstehen. Und es entsteht ja heute aus der Praxis. Und wenn ich habe jetzt das Weltsozialforum aufgerufen, das Entscheidende damals war gar nicht die, wie hieß es immer, die Versammlung der Versammlungen. Das Entscheidende waren am letzten Tag, am Ende 25 Arbeitsgruppen, Zusammenkünfte, wo die Bewegung gegen Bergbau, gegen Wasserprivatisierung, für indigene Rechte und so weiter, sich getroffen haben und Strategien entwickelt haben. Und die hatten ihre eigenen Horizonte und dann geht auch was zusammen, nämlich auf der Ebene, wie die beiden auch sagen. Aber ich würde, also wir müssen uns gar nicht so schwer machen und meinen, da muss man jetzt den Horizont erfinden, sondern wir wissen doch ganz viel, wenn wir uns die konkreten Konflikte ansehen. Und das wäre mein Plädoyer, dass wir darauf vertrauen, dass es entsteht. Ernährungssouveränität ist seit 25 Jahren ein total geiler, wichtiger Begriff, der politisch was gerockert hat. Also müssen wir uns ja nicht jetzt hinstellen und sagen, wir müssen über eine andere Ernährungsweise nachdenken, weil das gibt's doch. Es wird gemacht und es wird darum gekämpft. Das ist aus meiner Sicht das Entscheidende. Dankeschön. Wenn wir jetzt weitermachen, ich greife mal zu, das gute Leben machen wir vielleicht am Ende nochmal. Und die Vision, wenn wir weitermachen, und die du hast als Oberstichwort Degrowth gemacht. Das andere müsste man jetzt vielleicht nochmal genauer erklären. Ich glaube nicht, dass alle mit allen Begriffen, die du da verwendet hast, was anfangen können. Aber wir machen mal Degrowth. Ist Degrowth ein wesentliches Element, um den Klimawandel aufzuhalten? Oder braucht es andere Elemente? Und dann müssten wir natürlich ausbuchstabieren, was Degrowth eigentlich bedeutet, wie man aus dem Wachstum rauskommt. Das ist eine schwierige Frage, aber vielleicht versucht ihr das einfach mal. Also erstmal natürlich, ist das wirklich eines der zentralen Punkte? Ich würde ja sagen, ja, aber das kann man ja auch unterschiedlich sehen. Und zweite Frage noch, wie kommt man denn da raus aus diesem Wachstums? Fetisch vielleicht, oder ist es ein Zwang, ist es eine Struktur? Das müsste man ja wissen. Sollen wir umgekehrt anfangen? Du hast das Stichwort gebracht, musst du auch noch machen. Ja, die Gefahr der Wiederholung, viele waren mittags schon da. Für mich heißt ja Degrowth nicht per se schrumpfen, sondern Degrowth heißt, eine Gesellschaft nicht mehr unter dem kapitalistischen Wachstumsimperativ zu organisieren. Öffentlicher Verkehr muss wachsen, Gesundheitssektor muss wachsen, Bildungssektor muss wachsen, im globalen Süden muss ganz viel wachsen, aber auch für den globalen Süden würde ich sagen, Degrowth bedeutet raus aus dem kapitalistischen Akkumulationsimperativ, raus aus dem Ressourcenextraktivismus, raus aus einer Oligarchie, die zynisch nur schaut, dass sie immer reicher wird. Und das bedeutet, ich mache es ganz kurz, das sind ganz konkrete Konflikte, eine Kapitalseite und eine Logik, immer weiter zu wachsen. Ich bleibe bei diesen verschiedenen Sektoren, Mobilität, Ernährung, sich kleiden und so, Wohnungs- und Stadtentwicklung, da rauszugehen. Das sind ganz konkrete Kämpfe, nämlich wenn wir nach Berlin schauen, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, das ist Degrowth. Da soll zwar der soziale Wohnungsbau wachsen, aber Degrowth bedeutet, den Verfügungsanspruch der kapitalistischen Immobilienunternehmen zurückzudrängen über eine Bewegung und dann über institutionelle Politik. Da muss ja ein Gesetz gemacht werden und da muss ja massiv in Eigentumsverhältnisse eingegriffen werden. Das ist für mich der Witz von Degrowth. Also nicht schrumpfen, weil schrumpfen heißt in der Regel zu Lasten der Schwächeren, der Ärmeren, sondern den kapitalistischen Wachstumsanspruch der Kapitalseite zurückzudrängen. Und dann kommen ganz viele Probleme, die will ich nicht negieren, Beschäftigung, steuerliche Einnahmen, aber das ist aus meiner Sicht erstmal der Kern von Degrowth. I think that I agree on the idea that, how to say it, in the same way that feminism destroyed, or at least tried to destroy patriarchy, which means the domination of all the political, cultural, social, and hierarchy and architecture against women, I think it's not possible to think the world in an emancipatory way without including feminism. What it is absolutely true is that it's impossible to analyze the world if we don't include the limits of the planet. It's science, it's not an opinion, it's not an ideological thing. Any data, any analysis of the possible futures of growing have the limits of the planet as a data, as a science, as something that is a fact, is undeniable.
So that is the reason why I honestly think that the problem is that for the first time in many years, the defenders of the capital way of production have not the science on their side. And it's an opportunity to us also to make this link not only between movement, but also with the academia, with the science, because for the first time in many years, we have the science of our side. There is no possible future in this way of production and consumption, not for the planet, for the human beings. And this is a fact. Parting from that, the degrowth theory, or the decolonization, and of course, the deglobalization theory that Valdembello wrote years ago. By the way, Valdembello is in jail today in Philippines, so I sent a great solidarity hack from here. Because he wrote 20 years ago about deglobalization, you know, the idea how can we produce and consume in a different way. These theories come back because it's logical and fair. So I honestly support to go deep into all these different theories who are challenging the ruling class way of doing things in this production and suicidal way of doing. So let's go deep in these theories, all of them, but have an open mind and have a strong dialogue in order to challenge the state of things. Ja, ich glaube, zu dem Gesagten kann ich nicht so, oder würde ich nicht so viel hinzufügen. Ich glaube, die Herausforderung für uns ist vor dem Hintergrund der jetzigen Situation, in der wir gerade sind, mit dem, was sozusagen in diesem Herbst da auf uns zukommt, die Teuerungs, diese enorme Teuerung, diese enormen Lebenshaltungskosten, die jetzt steigen. Also wie können wir das übersetzen, wenn wir das ernst nehmen, in konkrete Schritte und Strategien, um da präsent zu sein und Vorschläge zu machen, was man jetzt tut. Also wenn man sich jetzt eben anschaut, die Forderungen, die teilweise einerseits von den Regierungen gemacht werden oder auch von manchen Akteuren kommen, die eben sehr stark in Richtung Senkung von Mehrwertsteuern gehen, oder also für Lebensmittel oder für zum Beispiel Benzin, dann setzt das eben überhaupt nicht an dieser Degrowth-Idee an. Und daher ist, glaube ich, die Herausforderung für uns zu schauen, wie können wir da präsent sein und was bedeutet das für uns. Und da gibt es einige Vorschläge. Ich möchte schon ein bisschen berichten und vielleicht so einen ersten Strategieschwenk machen. Wir hatten heute Nachmittag einen super spannenden Austausch mit vielen Bewegungen genau zu dieser Frage. Und eine Idee, die da zum Beispiel gekommen ist, also die wir auch konkret in Österreich diskutieren, aber ich weiß, sie wird auch in anderen Ländern diskutiert, ist zu sagen, die Antwort auf die steigenden Energiepreise, wo die Leute nicht mehr wissen, wie sie ihre Energierechnung zahlen sollen, ist eben nicht die Senkung der Mehrwertsteuer oder irgendwelche Einmalzahlungen, sondern das ist dorthin zu gehen und zu sagen, es braucht eine Energiegrundversorgung für einen sozusagen Alltags Verbrauch, den eben ein Haushalt hat, und der wird sozusagen bereitgestellt in einer öffentlichen Art und Weise, und alles darüber hinaus ist sozusagen dann Luxuskonsum und soll dann auch also mit Marktpreisen bezahlt werden, um sozusagen hier zu beginnen, auch diese Frage zu stellen, wie organisieren wir dieses Feld und was sind unsere Antworten. Und ich glaube, das ist dann sozusagen das konkret zu übersetzen, und da reden wir dann vielleicht nicht, wenn wir diese Forderung vorstellen, also wir sagen in Österreich Energiegrundversorgung, dann reden wir nicht im ersten Schritt über Degrowth, weil das jetzt in dem Moment, wo die Leute sich kaum mehr die Energierechnung leisten können, etwas ist, was sie nicht verstehen und auch die breite Masse nicht versteht. Aber ich glaube, unsere Herausforderung ist, Vorschläge zu machen, die genau das aufgreifen und hier ansetzen in Bezug auf Forderungen und Strategien. Und danach zu den Strategien werde ich noch ein bisschen mehr erzählen, was wir da heute diskutiert haben. Alexandra macht jetzt die Dame, die einmal über das ganze Feld rennt, während ich eher mit den Bauern spielen wollte. Also Schritt für Schritt. Beim Schachspielen ist das ja wohl jetzt irgendwie, weil einer so, es ist doch wohl in Ordnung, ne? das Beispiel, okay. Ich dachte, man hat ja schon immer die Schere im Kopf, habe ich wieder was Falsches gesagt. Aber Uli, du hast gesagt, Degrowth heißt nicht schrumpfen. Und dann hat Mara gesagt, ja, die Wissenschaft rechnet uns das vor, wir
erreichen die Grenzen des planetarischen Möglichen. Wenn ich das zusammennehme, dann kann doch eine Umverteilung, das wäre ja sozusagen die Alternative. Das heißt nicht schrumpfen, sondern anders verteilen. Das ist ja auch bekannt, die Reichen verbrauchen viel mehr CO2 und alle anderen Ressourcen als die Armen. National wie global. Wenn es aber sowieso die Grenzen des Wachstums jetzt schon erreicht sind und man oder überschritten sind, was uns immer wieder vorgerechnet wird, muss man nochmal drüber diskutieren, aber erstmal nehme ich das als Prämisse. Dann reicht doch die Umverteilung nicht von reich zu arm, sondern ich muss tatsächlich schrumpfen. Hast du da eine Antwort drauf? Ja, das ist das, was der Philosoph Theodor W. Adorno mal die falsche Alternative genannt hat, nämlich wachsen oder schrumpfen. Und der Vorschlag von Degrowth wäre, Wohlstand anders schaffen. Natürlich brauchen wir Rückbau der industriellen Versorgungssysteme. Wir müssen von 50 Millionen Autos in Deutschland auf 5 Millionen runter. Das ist dramatischer Rückbau. Aber schrumpfen würde immer noch sich vorstellen, da sind dann weniger Autos, aber wir müssen gleichzeitig ein Wohlstandsmodell für Mobilität aufbauen. Also es geht nicht um die Straße und das Auto, es geht um eine gute, günstige, sichere, zügige Mobilität. Und dann ist es nicht mehr so dieses jetzt das Bestehende oder weniger davon, sondern was ganz anderes. Das ist nicht diese falsche Alternative. Ich würde ganz gerne noch was sagen zu der These, ob das die Wissenschaft auf unserer Seite ist. Das mag für uns so sein, aber ich möchte noch mal in den Vorfragen, ich fand das sehr, sehr spannend, was formuliert wurde an Strategien, da ging es ja um die Gegenseite. Und aus meiner Sicht nimmt ja auch die Gegenseite, eine starke Fraktion der Gegenseite, die Wissenschaft für sich in Anspruch. Nämlich die Klimawissenschaft, wir müssen unbedingt dringend handeln. Und das ist eine Gegenseite, die wir dringend analysieren müssen, Theorie oder analysieren, nämlich das Projekt des grünen Kapitalismus. Dass es innerhalb von kapitalistischen Bedingungen die Ressourcenbasis verändert wird, Dekarbonisierung, Dematerialisierung, aber sonst bleibt alles gleich. Die Kapitalkräfte bleiben gleich, der Staat soll dem Kapital zuarbeiten, der Süden wird ausgeplündert. Esteban hat heute Mittag von grünem Kolonialismus gesprochen, grüner Extraktivismus. Und das sollten wir nicht unterschätzen. Meine These wäre, für Deutschland, stärker noch wie für Österreich, ist dieses Projekt des grünen Kapitalismus für viele Menschen ziemlich plausibel. Das, was hier Habeck und Baerbock und andere, ich will jetzt nicht sagen labern, das wäre blöd, aber konstatieren, das hat ziemlich viel Resonanz in der Gesellschaft. Und das sollten wir ernst nehmen. Es ist völlig falsch, bitte kein Missverständnis, es ist völlig falsch, dass die meinen 50 Millionen E-Autos. Aber das macht was mit der Gesellschaft. Das macht ein Vertrauen in ein Projekt. Irgendwie kriegen wir das hin, dass es eben grün wird, dass wir den Klimawandel beschäftigen. Von daher würde ich sagen, mit den Hard Facts ja, aber wir müssen dieses Projekt des grünen Kapitalismus gut verstehen, weil aus meiner Sicht gewinnt es gerade richtig Fahrt. Und mit allem Falschen, das damit verbunden ist. Muss jetzt keinen Applaus geben, weil es ist ein ziemlicher Scheiß, den ich gerade gesagt habe. Also ziemlich dramatisch, ja. Wichtiger May I continue? One of the most amazing things for me when I see particularly climate change policies made by the government or the COPs or the UN is the irrationality of the reaction. So the question is that is undeniable the climate change? We know, we have the knowledge who pollute, how much, what are the sectors, which are the countries, who are the owners of the companies who pollute the most. We have the knowledge and the political reaction is zero. So why that happened? It's not because the lack of knowledge. It's an ideological decision. And this ideological decision is, in my view, based on a dogma which I think for social movements always challenge it, but today more than ever. And this dogma is that the free market has the only right to decide how to redistribute the wealth that the only free market create. So I think for the majority of the population in the world after this pandemic, it's clear that it's not true, that we need intervention in the economy, logically, not because we are radicalist people, because it's needed to do so, and also to come back to the rule of the law, as somebody said at the strategy, I mean, coming back to a common agreement, but it's not easy to do so. So the question for me is that the rationality, no science, I mean, rationality is in our side. So there is some theory in the left that I like the most that is talking that we, the leftists, are the realistic people. The realism today is to be radical, not moderate, because the reality is as radical as we need to be too.
Danke. Dazu auch, ich stelle jetzt mal noch mal eine Frage an dich. Weil irgendwie, wir sind schon wieder in dem gleichen Rhythmus, so jeder darf mal was sagen, das ist ja langweilig. Wir untergraben seine Rolle. Ja, genau, das lasse ich mir natürlich überhaupt nicht zu. Also, Uli sagt, der technologische Wandel ist keine Möglichkeit, den Klimawandel aufzuhalten oder einen vernünftigen ökologischen Zustand der Welt herzustellen. Das möchte ich mal sagen, das ist ja noch was ganz anderes, weil Klimawandel ist sozusagen das Minimum vielleicht, während ein vernünftiger ökologischer Zustand der Welt ist ja noch mal was deutlich mehr, da kommen ja gar viel mehr Aspekte rein. Das lasse ich jetzt aber weg, weil ich ja nur Moderator bin. Also ökologischer Zustand der Welt herstellen funktioniert nicht über technische Lösungen, sagst du, sondern wir müssen im Grunde an die Marktlogik ran. Jetzt kommt meine Frage. Die Europäische Union sagt jetzt, wir machen einen Green Deal. Nämlich genau auf der Marktlogik versuchen wir, das Industriesystem ökologisch umzubauen. Die Frage ist, ist das ein Anknüpfungspunkt für eine Strategie, eine echte Strategie? Frage, ist das ein Anknüpfungspunkt für eine Strategie oder ist das ein Punkt, an dem man oppositionell intervenieren muss? Also, ja, das ist eine Strategiefrage. Es ist eine interessante Frage, weil ich habe jetzt gerade versucht, mich zu erinnern, wie viele Akteure, die hier im Raum sitzen oder auch nicht, sich rund um den Green Deal eingebracht haben und versucht haben, da zu intervenieren. Und das waren jetzt nicht die großen Massen, soweit ich mich erinnern kann. Ja? Also das hat aus meiner Sicht wahrscheinlich mit mehreren Dingen zu tun. Das eine ist, dass es sehr, sehr schwierig war, in diesen Prozess zu intervenieren, dass auch da was zu erreichen relativ schwierig ist. Und die Frage dann immer ist, und da sind wir dann auch bei der Frage, wenn man eine Strategie hat, wohin gibt man seine Ressourcen? Gibt man seine Ressourcen rein in eine Strategie, wo man vielleicht ein paar Dinge etwas verändert von doch vielen Elementen, die eben genau dorthin abzielen, was der Uli gesagt hat, also grüner Kapitalismus? Oder gibt man die Strategie in andere, gibt man seine Ressourcen in andere Bereiche hinein, die tiefer ansetzen, die an den Wurzeln ansetzen, wo man sozusagen ja, diese Veränderung in Richtung einer anderen Wirtschaftsweise, in eine sozial-ökologische Wirtschafts- und Lebensweise, wo man da stärker vorankommt. Und ich habe den Eindruck, dass die Entscheidung viele Gruppen und Bewegungen getroffen haben, die Energie woanders hinzugeben, als sozusagen in eine minimale Veränderung eines Rahmens. Also wo hat man auch mehr Macht? Da kommt dann die Frage rein, ne? Wo habe ich Durchsetzungsmacht? Und das erleben wir immer wieder. Ich kann es nur sagen aus der Erfahrung auch von der handelspolitischen Arbeit, in der ich seit 20 Jahren drinnen bin. Also diese Zusammenarbeit auf der Ebene erfordert viel Kraft. Da haben wir auch sozusagen breite Bewegungen immer wieder gehabt und auch Gewinne, also Sachen erreicht im Sinne von verhindern. Aber es ist eben in der jetzigen Phase also durchaus eine Herausforderung. Insofern habe ich den Eindruck, dass die Strategien der Bewegungen, die ich sehe, und deren Teil ich bin, dass wir woanders ansetzen in Bezug auf diese Veränderung. Das ist das eine, was ich sage. Und ich wollte schon noch was zu dieser Frage, die vorhin diskutiert worden ist, noch ergänzen. Mich hat das Buch von Harald Welzer, sein letztes, sehr inspiriert. Und ich fand das spannend, wie er auf der Basis seines Herzinfarktes diese Reflexion über die Frage dass wir keine Kultur des Aufhörens mehr haben, gemacht hat. Und ich glaube, dass das schon auch ein Teil ist, den wir in unseren Strategien mit einbauen müssen, das zu entwickeln, wie kommen wir dorthin,
dass wir eine Kultur des Aufhörens auch beginnen zu entwickeln. Und das heißt einerseits diesen Umbau und kollektive Lösungen und Antworten zu finden, aber ich denke mal so, warum ist das in Deutschland oder in fast allen Ländern nicht möglich, jetzt zum Beispiel nur mal auch weniger schnell zu fahren? Ja? Also jetzt, um für eine kurzfristige, sehr einfache Maßnahme. Ja? Was ist das so? Also, ja, und ich finde schon, sich mit dieser Kultur des Aufhörens zu befassen und die Kultur des Aufhörens wird für uns in Europa eine viel größere Auseinandersetzung sein als vielleicht in anderen Regionen der Welt. Und dafür gewinnt man ja aber auch was. Aber ich find das schon auch eine Frage, womit wollen wir auch aufhören? Nicht nur, womit wissen wir, sondern womit wollen wir? Womit wollen wir heute aufhören und das auch reinzutragen und mitzunehmen in unsere Kämpfe? Dankeschön. Wenn ich das richtig verstanden habe, meinst du also, wir haben eher Durchsetzungsmacht, den Kapitalismus abzuschaffen, als den Green Deal zu beeinflussen. Ich gebe das mal an die anderen. Ja. Ich gebe das mal weiter an Marga. Juristen lesen ja andere Juristen, deshalb habe ich den Marx natürlich auch gelesen. Und für den ist ja das Aufhören, ich knüpfe da mal an, keine Frage der Kultur oder des guten Willens, sondern das Wachstum ist eine Frage der strukturellen Zwänge einer marktwirtschaftlich organisierten Konkurrenzwirtschaft. Über die Konkurrenz kann ich als einzelner Kapitalist, darüber hat er dicke Bücher geschrieben, nicht aus dem Wirtschaftssystem aussteigen, auch wenn ich das gerne möchte. Dann gehe ich nämlich schlicht pleite. Ich muss also mitmachen, ich muss rationalisieren, ich muss effektivieren, kann nicht aufhören, ich muss immer weiter, schneller, höher, dingens werden. Meinst du, mit einer Kultur des Aufhörens kommen wir weiter oder an welcher Frage des Wirtschaftens müssen wir denn in der Strategie ansetzen? Maybe I have a translation problem. You know, I defend the performative character of the politics. I do believe we can change things. And these changes are not magical, not out of the blue, but a long process up over another. No? So these steps we are making together is not only in Germany or in Spain, or this doing in Chile, for instance, that they have a beautiful process of the constitutional, new constitution there. That is something that we can learn from them. Also the learning process of doing so. But what is absolutely clear that the politics have still power even in our weak democracies. No? So I think we need to come back again to push not only political parties but also societies to change this, what already talked this morning about the hegemony in Gramscian terms. Né? And I think we have an opportunity to do so because it's so obvious, the climate change. It's so obvious that the war is not the solution. It's so obvious that the injustice is not the solution too. And the coming back of the new narrative of the white bourgeois guys who say that the world need to be divided between the good and the ones, again, like in the Cold War. It's so obvious that it's not true, that it's a moment, I think, very interesting to talk with a lot of people about the idea that this is a false solution, so we have another ones. And this another ones has to be yes and or yes on the basis of a law. Law, when I say law, is that they're putting limits to stopping, putting limits, it has to be by law, not on voluntary basis. That is the problem with the climate change negotiations. It's not a voluntary basis of the big companies doing something or not. We need to impose the law and to help also the governments and the multilateralism international bad organization, but still we have done. And think again in a new United Nations and think again how can democratize in a really way to impose a law and put the limits to the greed, immense greed of the capitalism today. Uli, ist das Recht jetzt die Lösung? Warte, ich meine, wir haben ja eben das Forum zur Demokratie gehabt und haben uns gefragt, wieso gibt es eigentlich diese ganzen Aufstiege von links unten nach rechts oben, die dann genau das Recht machen, was den Kapitalisten, den Unternehmen, der Wirtschaft, das ist ja inzwischen ein autonomes Subjekt in Deutschland, was der Wirtschaft nützt, ist das Recht das richtige Medium?
Ich sag gleich was dazu. Das Harald-Welzer-Buch, ich habe mich sehr geärgert, als ich es gelesen habe, obwohl ich ihn Harald Welzer kenne, aber das erzähle ich beim Bier, wen es interessiert, warum diese Kultur des Aufhörens, so wie er es thematisiert, schräg ist. Ganz kurz zum European Green Deal. Ich möchte es erinnern, weil das ist, glaube ich, wichtig für unsere Debatte. Ursula von der Leyen hat den im Dezember 2019 vorgestellt. Denken wir mal, da gibt es Leute um sie herum, die das vorbereiten. Natürlich, sie wusste ja schon ein halbes Jahr vorher, sie wird Kommissionspräsidentin. Das ist eine Antwort der Eliten auf die Klimabewegung. Nicht nur auf die objektive Krise, sondern auf die Politisierung, auf die Thematisierung der Krise. Als ich das davon gehört habe, und ich habe mich damit sehr intensiv beschäftigt danach, habe ich gedacht, hoppla, die reagieren in ihren Terms, ja? Also grüner Kapitalismus, andere, aber sie müssen reagieren. Und dann hätte ich zwei Punkte der Umgangsweise, neben dem, dass es ein grün-kapitalistisches Projekt ist. Erstens, gibt es Elitendissense in den verschiedenen Themen, Landwirtschaft, Wohnen, industrielle Produktion, Mobilität und so weiter. Gibt es da Kräfte, die auch vielleicht ein bisschen was verschieben wollen? Das würde ich nicht unterschätzen, dass wir uns das anschauen. Das ist ja nicht alles ganz brutaler Kapitalismus, sondern da verschiebt sich ja was. Und das Zweite für uns relevanter wäre natürlich, gibt es Anknüpfungspunkte für progressive, emanzipatorische Politiken. Und diese Idee zum Beispiel, from farm to fork, also einer ökologischen Landwirtschaft, einer Ökologisierung der Landwirtschaft, kurze Wege zur Endverbraucherin, das ist ja erstmal eine ziemlich coole Idee. Aber die muss dann durchgekämpft werden, als nämlich wenige Monate danach die gemeinsame Agrarpolitik formuliert wurde, hat sich wieder die industrielle Landwirtschaft durchgesetzt, und zwar voll fett. Ja, weltmarktorientiert und so weiter. Aber ich würde es immer ganz kritisch sehen, so wie auch Alexandra, aber auch da würde ich fragen, gibt es Ansatzpunkte, das ist jetzt nicht für eine gesamte Bewegung relevant, aber durchaus für Akteure, Akteuren, die im Landwirtschaftsfeld arbeiten. Und wir, gerade in Österreich gibt es da ja, oder Via Campesina gibt es ja starke Akteure. Das wollte ich noch gesagt haben und komme jetzt, ich hoffe, ich schaffe den Dreh, zur Frage von Kapitalismus und Recht. Kapitalismus aus meiner Sicht ist ja kein System, das überall herrscht, sondern Kapitalismus bedeutet, dass zentrale Bereiche der Gesellschaft mit Profitprinzip, mit Kapitalinteressen organisiert sind. Mobilität, private Autoindustrie, Wohnsektor, habe ich bereits gesagt, Landwirtschaftssektor und so weiter. Aber es gibt immer in den Sektoren Alternativen. Wir haben heute eine ökologische Landwirtschaft. Wir haben heute ein öffentliches Verkehrssystem. Wir haben heute öffentlichen Wohnungsbau und so weiter. Und diese Kämpfe, diese Linie, die müssten wir stark machen. Also nicht zu sagen, raus aus dem Kapitalismus, weil der ist alles, sondern es gibt ja heute schon ganz viel Nicht-Kapitalistisches. Marga erwähnt Chile. In Chile ist der Bildungssektor komplett privatisiert. Und die Kämpfe jetzt sind, den Bildungssektor wieder öffentlich zu machen. Ich hoffe, der Punkt wird klar. Also wir haben ganz viele Ansatzpunkte, um diese Zumutung und auch dieses Systems, ich bin nicht naiv, was Andreas sagt, natürlich ist Kapitalismus, also das Kapital, eine unglaubliche Verwertungsmaschinerie, aber es gibt eben auch heute schon, würde ich sagen, Ansatzpunkte, Alternativen, und ganz viel kämpfen wir. Und jetzt zum Recht. Ja, also erstmal wird der Kapitalismus über Recht abgesichert, aber das weiß der Jurist dann besser, das Recht ist selber ein Feld von Kämpfen. Und ich würde schon sagen, wenn es heute oder hoffentlich am 4. September in Chile eine neue Verfassung gibt, dann sind damit noch nicht die Kräfteverhältnisse verändert, dann ist noch nicht die Oligarchie abgeschafft, dann und so weiter und so fort. Aber es ist ein Terrain, von dem aus gekämpft werden kann. Und von daher würde ich dem Recht den Anspruch formulieren, dass es erstmal sehr herrschaftlich ist, aber auch, dass es da Möglichkeiten gibt, Macht zu binden. Ja? Aber mein Punkt wäre jetzt zu Marga und zu Andreas, nur auf das Recht zu setzen, da wären wir naiv, sondern es braucht andere Mechanismen, es braucht die Mechanismen, dass Menschen massiv anders leben wollen. Das kann man ja nicht rechtlich festlegen, sondern es muss einen Wunsch geben in der Gesellschaft, diese Kack-SUVs nicht mehr zu wollen. Ja? Und dann braucht es das Recht, sie zu verbieten. Ja? Es muss einen Wunsch geben, nicht mehr so schnell fahren zu wollen. Und da braucht es die Regel, raus mit dem Tempo, also weg mit dem Tempolimit und so weiter. Da würde ich das Zusammenspiel sehen. Ja? Also nicht... Ja, genau. Und Herr mit vielem anderen. Das wäre der Punkt. Also wir dürfen jetzt nicht nur sagen, so rechtspositivistisch mit dem Recht machen wir es, sondern es braucht viel mehr in der Gesellschaft. Aber das Recht kann natürlich dann was festklopfen. Ja. Ja. Ich wollte schon eben, als Alexandra gesprochen hatte, sagen, wir sind im Grunde wieder bei der alten
Diskussion um die Frage Reform oder Revolution. Und zu meiner großen Überraschung nimmt jetzt Uli die Position des Reformers ein, des Sozialdemokraten. Okay, das kostet mich ein Bier. Während Alexandra die Position des Revolutionärs einnimmt. Bitte? Der Revolutionärin, gut. Sie haben das Wort. Siehst du dich in dieser Position? Der Revolutionärin? Ja, wir haben noch nicht eröffnet fürs Gesamtpublikum. Das kommt erst nachher. Die können ja da stehen, das stört ja nichts. Ja, ich denke immer, es braucht eher viele Elemente. Ne? Also ich bin immer eine, die so gerne in Und-Perspektiven denkt. Und ich denke, insofern würde ich dem auch zustimmen, was der Uli gesagt hat, dass es immer darauf ankommt. Ich würde gerne noch einmal diese Brücke zurückschlagen, um das vielleicht noch mal ein bisschen konkreter zu machen und vielleicht von unserer braucht es das oder das oder das Frage vielleicht zwei, drei Perspektiven einzubringen und dann wäre es auch spannend, vielleicht zu hören, was denn so sonst noch entstanden ist. Eben heute haben wir uns mit circa 30 oder 40 Personen getroffen aus verschiedenen Ländern. Die Einladung war, wir wissen, dass diese Teuerung im Herbst zu massiven Verwerfungen führt. Sie führt jetzt schon zu massiven Verwerfungen. Und die Frage ist, was werden wir tun? Und wir haben uns ausgetauscht, um mal zu hören, was sind denn so die Ansatzpunkte in den verschiedenen Ländern? Was machen da die Regierungen? Was machen die Bewegungen? Und was sind denn so unsere Perspektiven? Und das grundlegende Verständnis, glaube ich, das wir alle geteilt haben in diesem Workshop war, dass wir da aktiv werden wollen, dass wir diesen Moment nutzen wollen und müssen, wenn wir auch nicht wollen, dass eben die Rechten und die extremen Rechten das dann wieder nutzen, so wie wir das von den Corona-Protesten kennen. Und dass unsere Herausforderung ist, mit konkreten Antworten und Vorschlägen, was denn die Lösung sein kann, dort hineinzugehen. Ich habe schon genannt, die Energiegrundversorgung wäre eine Möglichkeit, die wir in Österreich zumindest diskutieren. Das wird wahrscheinlich auch dann so von Land zu Land verschieden sein, wobei wir gesagt haben, es wäre auch gut, wenn wir ein paar gemeinsame Forderungen haben. Ich denke, die Frage der Lohnerhöhungen und da insbesondere für die Personen, die im Care-Bereich arbeiten, also im gesamten Care-Bereich von Bildung, Pflege, dass das ein wichtiger Bereich wäre, also sozusagen, wie kann die Teuerung auch damit eine Antwort finden, indem die Menschen einfach substanziell mehr verdienen oder auch dann sozusagen Ideen, wie kann man im Herbst ganz, ganz reale Nachbarschaftshilfe oder Hilfe gegenüber Menschen, die vielleicht dann in kalten Wohnungen sitzen, die sich gewisse Dinge nicht leisten können, wie kann man auch dafür eine Antwort finden? Und das, glaube ich, das wäre so ein Ansatzpunkt, hier sozusagen zu schauen, was kann man da tun. In Österreich, in Großbritannien, in Frankreich, in vielen Ländern, das ist meine Wahrnehmung auch gewesen, dass sich viele der Gruppen hier zusammenschließen, dass da eben Attac mit globalisierungskritischen Organisationen, mit der Klimabewegung, mit sozusagen den Frauen, feministischen Bewegungen, mit Gewerkschaften hier beginnen zusammen darüber zu reden, sich zu organisieren, um hier einfach sozusagen Antworten zu geben und dann auch auf die Straße zu gehen oder sich zu organisieren. Das wäre für mich sozusagen eine konkrete Strategie. Und das Zweite, weil wir... Ja, das Zweite, was ich noch kurz sagen wollte, ist, es gibt auch die Care-Krise. Sie weigert sich, meine Rolle als Moderator anzuerkennen. Die Care-Krise. Alexander, ich bin lauter im Zweifel. Das hast du schon gemerkt. Ich bin lauter. Ich weiß. Aber ich wollte noch die Care-Krise kurz erwähnen. Aber ich kann darüber danach noch was erzählen. Das ist reine Höflichkeit. Okay, wunderbar. Es ist noch ein Punkt, den wir vorher vor diesen konkreten Sachen diskutieren müssen, finde ich. Einer von den Kolleginnen und Kollegen, die eben gesprochen haben, hat gefragt, wie sieht das denn aus mit den Gewerkschaften, Zusammenarbeit, Klimaaktivisten und Gewerkschaften? Ich mache das ganz konkret oder mache das auf dieser Ebene, die wir eben diskutiert haben, und dann kann man das konkret machen. Die Ebene, die wir eben diskutiert haben, der Kapitalismus schafft Wachstumszwänge.
Die alte Arbeiterbewegung hat es hingekriegt, in diese Wachstumslogik soziale Interessen einzubauen. Auf zwei Ebenen, auf der Ebene des Rechts und des Sozialstaates, der sozialen Absicherung und auf der Ebene der Mitbestimmung in den Unternehmen und Betrieben, auf der betrieblichen und unternehmerischen Mitbestimmung. Muss man nicht hingehen und versuchen, die Logik der Ökologie in die Ökonomie einzubauen, das heißt auf der Ebene der Unternehmensentscheidung? Ist das eigentlich für einen Verein wie ATTAC so völlig ausgeschlossen und so jenseits aller Fantasievorstellung? Weil da habe ich überhaupt noch nichts zu gehört. Und muss man das nicht mit zusammen mit den Gewerkschaften machen? Da würde ich gerne eure drei Meinungen zu hören und dann kommen wir zur Care-Ökonomie. Willst du anfangen? You will start? Okay. I'm more than 50 years old, so maybe in my experience in the past, particularly in the 90s, which it was really very hard to be a leftist in the 90s, at least in Spain. Now I'm quite happy. One of the reasons is because I see more than ever, at least in my personal life, the interconnection between labor movement and other movements. Something that didn't happen 20 years ago so easily. I mean, so the question of the interaction between the trade unions or labor movement on the climate change issues is stronger than ever, at least that in my experience, and even in Germany, I remember that time too. And that's excellent too. Because this, and let's come back to a basic issue that we didn't talk today, but this one, not a question of a strategic, but a tactic, which is I think the word workshop of intersectionality, no? Is a word we don't like, but I mean, maybe we can imagine a new one, no? Which is that there is no accept idea to have levels, to divide us, no? But to have a holistic understanding of different perspectives. So it's not only the labor movement, because logically it's essential for any struggle to include not only the workers, but the workers' perspective, because it's the main issue of why the capitalism as it is, I mean, based on human exploitation, but not only workers, but women too, migrants too, indigenous people too. I mean, the new colonization way of doing things is the same one. So it's absolutely essential. Just only let me finalize with something that all of you know, but I would like to stress today, is that working with others, other movements outside our movement is something that makes us strong. Make us a better understanding of different perspectives. No? I mean, I don't believe in the idea of solidaristic in terms of I am here, so I'm solidarity with you. I think this we are in a different moment, that to understand that your fight and my fight maybe is the same one, and the common struggle have a different perspective, a different way of acting, but the most we know about each other, the better. No? And let me finish, with a scientific research made by a professor in the Columbia University for the bad guys. He make a report about the telework, I mean the distant work, and the Zoom meetings, no? And how that affect the companies working. And the conclusion of the research is amazing. Is highly recommended the companies not to use telework or for meetings or Zoom meetings, because it's impossible for human beings to be creative if we don't see our own eyes. So I applaud this kind of meetings, this kind of some universities, the necessity of meetings, talking to each other with different people, because that makes us clearly stronger. Zwei Gedanken zu den Gewerkschaften. Erstmal, wie Alexandra gerade sagte, wir müssen auf die Straße gehen im Herbst. Ja, aber ich finde, gerade Österreich zeigt ja, dass es auch die Verbände sind, eben Arbeiterkammer, Gewerkschaften, die auch in den Verhandlungen das schaffen. Also es ist, wir sollten auch, glaube ich, wegkommen, es ist nur die Straße, sondern wo sind auch starke Akteure, die das dann gegenüber dem Staat durchkämpfen. Das aber nur in Klammern. Und zwei Gedanken zu den Gewerkschaften. Und auch der Unternehmensebene. Ich finde die Frage von Andreas sehr wichtig. Wir haben ja in der Ökologisierung mit allen Grenzen Erfahrung in Ländern wie Deutschland, Österreich, Spanien, dass es durchaus Unternehmen gibt, die ökologisch antreten. Also es gibt ja
eben neue Unternehmen, die sind oft gewerkschaftlich nicht organisiert, aber neue Unternehmen, die ja Schwung reinbringen. Ja, das ist der Heini Staudinger in Österreich, das ist ein alter Patriarchat, schlechte Arbeitsbedingungen, aber der hat ja schon was gerockert in Österreich mit seinem Unternehmen und anderem. Also erstmal die Unternehmensebene, viel an Veränderung läuft über neue Unternehmen. Gewerkschaftsschwach, sage ich mal. Den bestehenden Großunternehmen, wenn ich jetzt dann vor allem an die Automobilindustrie denke, denen traue ich das nicht zu. Also meine Frage, ich werde immer wieder von Unternehmen eingeladen oder Verbänden vor allem, würden sie ihr Geschäftsmodell in Frage stellen? Das ist ja der Punkt. Würde Volkswagen das Geschäftsmodell in Frage stellen? Also nicht nur zumindest kleinere Autos bauen, die Profite machen sie mit SUVs, sondern weniger Autos zu bauen. Und da ist die Antwort bisher nein. Und auch von den Gewerkschaften ist sie nein. Und da muss deshalb vom Staat, finde ich, von der öffentlichen Hand klare Vorgaben geben, ihr müsst rückbauen, mittelfristig. Und dann kommen alle Konkurrenzaspekte dazu, Weltmarkt und so weiter. Aber das muss schon eine Ansage sein, die kommt nicht von den Unternehmen, und zwar weder vom Management noch von den Gewerkschaften. Das ist der erste Gedanke. Und der zweite, Gewerkschaften sind ja nicht homogen. Wir sprechen immer von Gewerkschaften und Labour Movement und so. Gewerkschaften sind ja selber hochgradig umkämpft. Und was ich spannend fände, gerade wenn jetzt eine jüngere Generation, die jetzt hier nicht präsent ist, aber im Raum oder auch in Diskussionen, wenn es jetzt einen Generationswechsel gibt innerhalb der Gewerkschaften, also innerhalb der Bürokratie, wo ja um die Politiken gerungen wird, dass dann hoffentlich junge Leute reinkommen, die ein bisschen was rockern wollen. Ne? Es ist ja nicht, also dass da wirklich gekämpft wird, wie weit geht eine soziale, ökologische Transformation mit allen Zwängen, die Gewerkschaften haben, ich bin nicht naiv, ja, aber die sie haben, wo sie, können sie ans Limit gehen, dass sie dann doch die soziale, ökologische Transformation vorantreiben. Also mein Punkt wäre, nicht von den Gewerkschaften zu sprechen, sondern dann genauer hinzuschauen und die Verdi Fridays for Future Bündnisse, das ist ja emblematisch für Deutschland, ja, öffentlicher Verkehr stärken, da genauer hinzuschauen, mit welchen Abteilungen, mit welchen Akteurinnen und Akteuren in den Gewerkschaften kann man agieren, sonst bleibt man bei so einem riesen abstrakten Koloss Gewerkschaften. Aber das war eigentlich gar nicht meine Frage. Ich gebe dir jetzt noch mal, ich konkretisiere meine Frage noch mal. Und ich habe nach den Gewerkschaften gefragt, aber ich habe eigentlich was anderes ausgeführt. Nämlich die Frage, kriege ich die ökonomische Logik in die Unternehmen? Und natürlich nicht dadurch, dass die Unternehmen das freiwillig machen, sondern dass ich sie zwinge, und ökologische Interessen, sie so wie sie früher gezwungen wurden, Arbeitnehmer- oder Arbeitnehmerinneninteressen zu berücksichtigen, bei ihren Unternehmensentscheidungen zu berücksichtigen. Das wäre doch ein riesiger Schritt. Wer hätte Lust, für das Gehalt eines Professors bei VW im Aufsichtsrat zu sitzen? Ich frage mal einfach so hier in die Runde. Niemand. Das ist aber bedauerlich. Ja, lass sie doch. Ich hab gesagt, eine Stunde diskutieren wir und dann geht ins Publikum gegeben. Ich lasse mich doch jetzt nicht unter Druck setzen. Was ist denn das für ein Quatsch? So. Da werde ich ganz empfindlich, wenn jemand versucht, mich unter Druck zu setzen. Dann eine Stunde, nachdem wir haben bis 25 nach, ich höre gleich auf, aber wir bis 25 nach haben wir die erste Runde gemacht. So. Ja, ganz schwierig. Also, genau, aber ich wollte diesen Gedanken noch bringen. Also, Mitbestimmung von Vertretern ökologischer Vereine, das wäre die Idee. Und jetzt kommst du noch mal zu der Frage und zur Care-Revolution. Ich bin jetzt sozusagen gespalten zwischen das noch zu erzählen und einen Schritt der Veränderung zu machen und das Wort hier zu übergeben. Ja, dann gehe ich jetzt in die weniger arbeitsame Rolle. Auf beiden Seiten dürfen sich Menschen hinstellen, die Diskussionsbeiträge haben oder Fragen haben. Es gibt also ein Mikrofon auf der Seite und es gibt ein Mikrofon auf der Seite. Wir werden dann abwechselnd zu Wort kommen. Ja, wenn da keiner steht, kommen die dran. Aber wenn da einer steht, kommt der dran. Und die nächste. Und wir haben natürlich eine Redezeitbegrenzung von 2 Minuten. Wir haben uns ja auch daran gehalten, hier im Wesentlichen kurz zu reden. Das solltet ihr auch bitte tun, damit wir in dieser fließenden Diskussion bleiben. Also, bitteschön, auf der Seite. Dankeschön. Ich würde es auf Deutsch machen. Also keine Feindseligkeit hier, auf jeden Fall nicht.
Ich wundere mich sehr, dass wir so viel über Inhalte geredet haben, weil ich dachte, wir reden über Strategie und das bedeutet für mich, über Machtaufbau zu reden. Ich würde einer Sache definitiv zustimmen, die hier am Anfang gesagt worden ist. Wir haben unheimlich viel Wissen in diesem Raum. Wir wissen, wie man gerechte Politik macht. Die Frage ist, wie schaffen wir es, die Kraft aufzubauen, um diese auch wirklich umzusetzen? Ich bin Klimaaktivist, ich mache Strategie bei FFF Deutschland. Da muss ich von einer Bewegung reden, von der ich selber sehr frustriert bin, über die ich mich sehr ärgere, weil sie stirbt, weil sie quasi jetzt schon tot ist, gerade zu diesem Zeitpunkt und zum Global Strike mal wieder was machen wird, aber eigentlich basically nur 2 große NGO-Demos pro Jahr organisiert. Und das bei einer Bewegung, die mal so machtvoll war. Der Klimastreik als Strategie war großartig. Wir haben allein in Deutschland, aber global war es riesig, 1,4 Millionen Leute auf die Straßen bekommen an einem Tag. Wir haben die Perspektive 2019 gehabt, dieses Land lahmzulegen. Und dann kam die Pandemie. Also worauf ich hinaus will, ist, was wir brauchen, ist eine Massenbewegung. Und was wir vielleicht final brauchen, ist so etwas wie ein Generalstreik. Ich weiß es nicht, darüber kann man sich streiten. Aber ich glaube, wir brauchen einen Weg dahin. Und ich sehe gerade nicht die Bewegung, die das umsetzen kann. Entschuldige, ich dachte, ich habe nicht so viel Zeit, deswegen mache ich schnell. Und schlussendlich ist da die Frage. Ich als FFler, ich glaube an den Gedanken des Schuleschwänzens, des Unischwänzens. Nur bin ich jetzt Student und kein Schüler mehr und es gibt irgendwie kein Äquivalent zum Klimastreik in der Uni. Also werde ich meine Uni besetzen. Also werden wir Unis in der ganzen Welt besetzen. Und in Europa 100-fach. Das ist die Bewegung, die wir gerade aufbauen, End Fossil Occupy. Wir sind morgen von 10 bis 12 in irgendeinem Raum, das findet ihr sicherlich. Aber darüber würde ich gerne reden. Wie schaffen wir es, eine Massenbewegung aufzubauen? Wie kommen wir weg von appellativer Bewegungspolitik zu People Power? Die Seite bitte. Je parle en français. Il n'y a pas beaucoup de francophones qui sont restés. Donc, Eric Nemes d'Attaque Belgique, vous avez dit que nous étions en démocratie. Je pense que le jeune qui sort là, il a raison. Nous ne devons plus dire que nous sommes en démocratie. Nous sommes dans une oligarchie un peu éclairée par le pouvoir des multinationales. Et la seule manière de mettre fin à ça, c'est effectivement organiser dans toute l'Europe, une action collective, collective européenne. Et pour en Europe avoir une action collective européenne, on doit se donner d'autres moyens. Alors quand on dit est-ce qu'on peut parler d'écologie dans une entreprise, c'est impossible aujourd'hui. Parce que dans l'entreprise, il n'y a qu'une seule chose qui compte, die Balancen. Et dans les bilans, on ne compte que de la monnaie. On ne compte pas le travail et on ne compte pas la dépense énergétique. On doit repenser une comptabilité, et il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, qui incluent l'environnemental et avoir un bilan environnemental et un bilan social. Et une troisième chose pour l'Europe... Pour construire une Europe, moi je propose qu'on utilise l'outil du mouvement ouvrier construit il y a 100 ans, c'est qu'entre nous, pour nous comprendre, on utilise l'espéranto. Parce que c'est la seule manière de communiquer en évitant les mécompréhensions. Sinon, il y en a qui disent « taxe » et ils pensent que c'est « impôt ». Il y en a qui disent « betriebsrat » et la traduction, c'est Works Council. Et Works Council, it's not a Betriebsrat. Dankeschön. Wir machen so 2, 3 noch und dann machen wir hier. Ja, ich spreche auf Deutsch und wollte sagen, ich habe hier viel Interessantes gehört bei dieser ESU. Zum Beispiel die Veranstaltung zum Wohnen, Menschenrecht auf Wohnen und dass es keine Obdachlosigkeit gibt und wie schwierig das in sämtlichen europäischen Ländern oder weltweit auch ist. Aber wir haben jetzt hier über eine Stunde über Visionen gesprochen und über Möglichkeiten, eine Welt zu schaffen, die nicht untergeht für die Menschen oder überhaupt für das Leben. Und
Über Frieden und Abrüstung ist gar nichts gesagt worden. Und das ist eigentlich mein Thema immer, dass ich unbedingt dafür bin, dass demilitarisiert wird. Jetzt haben die Rüstungskonzerne Riesenprofite gemacht. Das Grundgesetz in Deutschland wurde geändert und 100 Milliarden wurden so über Nacht fast aus dem Hut gezaubert. Und da habe ich mir gewünscht, dass die Massenbewegung auf der Straße ist. Ja, und damals, als der Irakkrieg begann, bevor der begann, da war das erreicht worden, dass die Friedenskräfte auf der Straße sind. Und jetzt gibt es weltweit gibt es Kriege und Aufrüstung. Die Atomwaffen sind wieder zu einer Gefahr geworden, über die auch täglich gesprochen wird. Die Atomwaffen, die in Büchel lagern, sollen durch modernere Atomwaffen ersetzt werden, die zielgenauer sind. Somit ist auch so ein Krieg auch die Gefahr noch größer. Also ich finde, dass das unbedingt mit in diese Strategie für Attack in das ganze Programm mit reingehört. Danke. Ja, danke vielmals. Ich spreche in Deutsch. Ja, ich habe etwas bemerkt, was mich erstaunt hat. Von Pan-European Movement ist offensichtlich nicht sehr viel bekannt. Eumanns ist eine selbstorganisierte Vereinigung, parallel zu den EU-Institutionen, eine zweite Kammer der EU, die selbstorganisiert die Punkte hervorbringt und betont, um denen eine Sprache zu geben für die dort eingebrachten Probleme. Und wenn wir jetzt irgendwelche Lösungen ansuchen, zum Beispiel gutes Leben für alle, dann ist zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen eine Möglichkeit, die man also dort einbringen kann und von denen wir bei Eumanns auch schon gehört haben, das würden sie unterstützen. Bei einer EU-Referendum werde bedingungsloses Grundeinkommen der erste Kandidat nach einer entsprechenden Erklärung müsste man dann an einem Tag in ganz Europa mit Ja oder Nein abstimmen können und mit Sicherheit wäre das bedingungslose Grundeinkommen von Bürger und Bürgerinnen ein Eckstein, mit dem man beginnen kann. I'm going to speak English. Like many, I think, in the audience, I was very surprised about the last hour or so, because I'm looking up there and it says strategy debate, mosaic, rainbow, unity, and we haven't talked about strategy at all. Strategy is not so much about where do we want to go, it's not so much about visions, it's about we have to have these visions, so we have them, like Uli said. So how do we get there? Please, please speak about that. I very much agree with Lucas, who said that as the first person. But then I also don't see the mosaic, I don't see the rainbow. Where's the fucking rainbow? I mean, there's no one sitting there just to pick one thing who's young, like Uli already said. So, and there's no unity because now I'm pissed, that's why I have to stand here. So I don't have a question, I have a demand. And I want, because I have been yesterday to one of the best workshops I've ever been to on strategy, the topic of today actually. And it's from, amongst other people, from, what was your name? from Alice, from Portugal, who is 20 years old, right? So my demand is, and I would like to know if the audience agrees with me, that we get Alice to the podium to speak with you, to join you and speak about strategy, because she knows so much about this. And it sounds and looks like most people agree, so let's do that. Well, I've actually already talked, so if other young people want to... Habe ich so verstanden? Ja. Aber jetzt machen wir erst eine kurze Pause natürlich, weil sehr viele Fragen auch gestellt worden sind hier, die vom Podium beantwortet werden können. Sorry, kannst du was?
Fängst du an? Thank you for the initiative. Vielen Dank für die Initiative. Ich habe nur einen Gedanken und ein Unwohlsein. Der Gedanke ist, wenn wir über Unternehmen reden, dann, weil es um Demokratie oder Nicht-Demokratie ging, wir haben ja ganz viele Unternehmen, die viel verantwortlicher sind politisch, wenn wir über den öffentlichen Sektor sprechen. Ja, wenn wir, es ist doch nicht alles privatkapitalistisch organisiert und profitorientiert und den auszuweiten, den öffentlichen Sektor. Ja, zum Glück fährt man hier in Mönchengladbach mit Öffis hierher, die nicht profitorientiert sind. Das ist in anderen Ländern ganz anders. Oder ich weiß es nicht, ob es so ist, Entschuldigung. Dann habe ich, okay. Aber mein Unwohlsein. Ich nehme das, dreimal ist jetzt zur Massenaktion aufgerufen worden und ich halte das für ganz wichtig. Und ich halte es für ganz wichtig, darüber nachzudenken, warum sind die Fridays for Future vielleicht gescheitert. Aber das ist nicht der Ort hier. Der Ort muss sein, kleinere Gruppen, wo dann, das haben wir vorhin mit Scientist Rebellion auch gemacht, wo sehr spezifisch, das war mein erstes Statement, wo sehr spezifisch darüber nachgedacht wird, wie kann Strategie entwickelt werden. Also ich finde, dass das als Scheitern bei manchen empfunden wird, dieses Podium, diese Veranstaltung, ist aus meiner Sicht notwendiges Scheitern. Weil wir können in diesem Rahmen nicht über Strategieentwicklung sprechen, in dem Sinne, da haben wir den Horizont, wir wissen noch nicht mal genau, haben keine Einheit über den Horizont und jetzt gehen wir los und gehen dahin. Und schon gar nicht, wie wir uns organisieren, das muss an anderen Orten geschehen. Ich verstehe die Einladung so, dass wir hier drüber nachdenken, was ist auch die Komplexität, was müssen wir bedenken, wenn es um Strategieentwicklung geht. Aber nicht, dass wir hier heute Abend irgendwie Strategieentwicklung betreiben. Aus meiner Sicht geht es strukturell nicht, weil dazu ist es, ich will das nicht uns entmächtigen, Strategien sind wichtig, aber dazu müssen wir in die einzelnen Felder, in die einzelnen Konflikte schauen. Das kann man nicht overall machen oder wir reden einfach nur blöd daher und reden abstrakt daher. Und ich finde es gelungen, dass wir das bisher nicht gemacht haben, sondern dass wir versucht haben, ein paar Einsatzpunkte zu finden. So viel mein Unwohlsein. You don't have to say something. Yes, just a little thing. When we decided how to do this plenary, we decided to open the floor to everybody, precisely to do this kind of thing. So thank you very much to join us. And also because I honestly think the youth people, I mean the young people, had a different vision and perspective, language, and experience that other than this interchange is essential. Just only one sentence of something that I think was not the objective of the plenary today, to this, you know, to be a master about different the strategies, theories, you know, how to do things. I think, as you said, coming from below and from the action, which is the real question, that you build all the strategy. But let me say to you only one thing, is that generally speaking, the people who, like us, that we don't have the power, the money, the will and the capacity of exercising any violence or any exploitation to others or to the planet for us. We are the weak in terms of confronting those who have the power, the capacity and the will of exercising violence against the planet and against us. Normally the weaker people, I mean the working class, the women, so on, people who has not this capacity, we develop two kinds of strategies in order to get together. The first one is clearly is looking for alliances. I mean, because we are most people in terms of numbers and also in terms of people who are suffering from the justice. So the idea of alliancing is essential for any strategy for the people who have not the power. And the second one, and let me insist on it, and I'm very open to debating it, but I insist that also what we are looking always and fighting to is to have a fair law to defend us from the powerful people. This is the history also of the labor movement and the democratic movement demanding good law and fair law for all of us, because it's the only way to protect ourselves for all of them who wants to exercise, make violence against us and against the planet. So these two lines, creating alliances and also to look for a common agreement to live together and to take some decisions, I think are the basis for any strategy for changing the situation as we are living today. Also ich kann die Frustration, die von manchen hier ausgedrückt worden ist, nachvollziehen. Ich glaube, ich teile sie ein Stück weit insofern, als dass ich selber merke, der Moment, in dem wir gerade sind,
ist einer, wo dieser Wunsch da ist, gemeinsam über den nächsten Schritt zu diskutieren. Und ich weiß, dass wir auch alle viel in unseren jeweiligen Workshops diskutiert haben, dass es Ideen gibt, dass es auch Vorschläge gibt, die hier teilweise auch schon genannt worden sind. Und vielleicht ist es auch für uns in der Zukunft die Herausforderung, diese Räume auch ein Stück weit anders zu gestalten und kollektiver gemeinsam darüber zu reden. Was sind denn unsere Ideen und unsere Vorschläge, um dann auch rauszugehen, vielleicht mit mehr konkreteren nächsten Schritten. Insofern kann ich das nachvollziehen und ich möchte noch eine konkrete Strategie und nächste Schritte, die in den feministischen Gruppen diskutiert worden, kurz einbringen, weil eben die Care-Krise auch eine ist, die massiv ist. Also die Situation von jenen Menschen und vor allem Frauen, die eben im Pflegebereich, in der Bildung arbeiten, auch die unbezahlte Care-Arbeit. Und das, denke ich, ist auch ein Bereich, der einfach extrem wichtig ist. Wir haben in Österreich hier auch begonnen, mehr dazu zu arbeiten im Sinne der Vernetzung und der Allianzenbildung mit der Initiative Mehr für Care. Und ein Element, das wir diskutiert haben und wo es einen Prozess gibt, ist der feministische Streik, also mit der Idee, 2024, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, einen europaweiten oder weltweiten feministischen Streik zu organisieren. Und das ist klar, wenn man so einen Streik aufbaut, dass das auch längere Zeit braucht. Zumindest sind die Frauen und Feministinnen, die hier waren, wo wir das gemeinsam diskutiert haben. Und das wollte ich mal einbringen, weil es jetzt von den Gruppen, die hier auch dabei waren, selber noch nicht genannt worden ist in einem dieser Beiträge. Danke. Jetzt haben wir wenig die Fragen beantwortet, vielleicht, oder die Einwände und Statements dazu gesagt. Vielleicht macht ihr das in der zweiten Runde nochmal. Das war jetzt erstmal irgendwas anderes. 2 Minuten, wie alle anderen auch. Wir halten uns kurz. Is it working? Is it working? Okay. So I was not kind of expecting this. My name is Alice, I'm from Climáximo and Fridays for Future Portugal, as you may know. And one thing I wanted to say first is that I'm not talking about Fridays for Future failing, and this is not just an important discussion that we need to have, and just the reason that someone asked me to come here, actually. I don't consider myself just a youth activist, I'm a militant for climate justice. And this is what we are talking about. So we're not talking about Fridays for Future having failed, we're talking about everything that we did so far failed. And when we are talking about strategy, as I said before, we're talking about cutting drastically emissions by 2030, fighting for 1.5, and not quitting on it, because quitting on it is quitting on dismantling capitalism, which cannot happen. This is our mission, and all of the strategies that we do to dismantle capitalism needs to go through revolution, which is a word that I haven't heard yet. So this is something I would like to say, and for this it's important to have discussions about why are the things that we have been trying failing, not just for the youth movement. We are trying different things, we are trying to radicalize, as I said, but every part of the movement should be trying to do different things and trying to work with each other, as we have said, but towards this goal. And we should not lose this vision, which is that we have a deadline and that we have this mission to accomplish. Wir gehen jetzt weiter ins Publikum, ne? Und ihr macht dann gleich nochmal in der nächsten Runde weitere, nochmal aufgreifen von ihm. Achim, bitte. Ja, ich spreche auf Deutsch. Mein Unwohlsein an dem, was ihr hier auf dem Podium an für sich guten Ideen und Vorschlägen vorgebracht habt, ist, dass ihr nicht über die limitierte Zeit gesprochen habt, die wir haben für Veränderungen. Der letzte IPCC-Bericht sagt auch, dass wir so innerhalb von 10 Jahren radikale Reduzierung von Emissionen und Naturverschwendung erreicht haben müssen, um ein Überleben von Menschen auf diesem Planeten zu sichern. Und Uli, wenn du davon redest, sozusagen, es gibt Alternativen, ja, aber
Es wird nicht möglich sein, dass diese Alternativen in dieser kurzen Zeit hegemonial werden. Und du hast auch gesagt, wir haben schon sehr, sehr viel Wissen. Ja, Fridays for Future hat versucht, mit diesem vielen Wissen, dieses Wissen an die Politik heranzutragen und sie davon zu überzeugen, einen anderen Weg einzuschlagen. Sie mussten erkennen, dass das sehr, sehr, sehr begrenzt nur wirkungsvoll ist. Teile der Klimabewegung fangen an zu sagen, das reicht uns alles nicht mehr. Wir müssen anfangen, die Infrastruktur selbst anzugreifen. Das wird sehr unschön werden, weil die Staatsgewalt reagieren wird. Und die meisten von uns werden sich daran nicht beteiligen wollen, weil das wirklich eine gefährliche Geschichte ist. Aber wir müssen uns überlegen, wenn Teile der Klimabewegung solch einen Weg einschlagen, in welcher Art und Weise wir damit solidarisch sein können, damit sozusagen das nicht zerstört, diese Ansätze nicht zerstört werden. Und darüber müssen wir auch nachdenken. Danke. Ich rede auf Deutsch. Erstmal auch vielen Dank, dass ich hier sprechen darf. Und ich war auch bei sehr vielen guten Workshops, unter anderem zur Intersektionalität oder auch Islamfeindlichkeit in Europa. Und auch auf den größeren Panels hier habe ich vor allem gehört, dass wir als soziale Bewegung, wenn wir globale Probleme angehen wollen, nicht weiter so weiß sein können, nicht weiter so eurozentristisch sein können, dass wir irgendwie auch die Frontline-Communities und vor allem die marginalisierten Gruppen unterstützen müssen. Und dazu würde ich gerne auch noch irgendwie mehr hören, weil ich irgendwie das von allen SpeakerInnen aus dem globalen Süden, von den Frontlines als Aufschrei gehört habe. Und ich denke, dass wir das ernst nehmen sollten, auch wenn jetzt nur noch wenige von Ihnen hier sind. Ja, mein Name ist Manfred, ich komme aus Krefeld, spreche Deutsch, wie man hört. Ulrich, du bist hier freundlicherweise als die sozialdemokratische Flanke bezeichnet worden. Du hast hier Gastrecht. Ich habe mich eigentlich gemeldet zu den Gewerkschaften, weil da habe ich ein bisschen Ahnung von. Aber als du wiederholt von den Öffis sprachst, schwoll mir der Kamm. Alles, was denen einfällt zur Verlängerung des 9-Euro-Tickets, ist ein um das Sechsfache erhöhter Preis, ca. 70 Euro, sagen sie. So können wir das bewerkstelligen, sagen sie. Wer in Deutschland wiederholt schwarz fährt, wir haben hier das Gesetz der Ersatzvornahme oder der Ersatzstrafe, so, landet im Knast. Und das organisieren die mit ihren Kontrolleuren. So viel zu den Öffis. Zu den Gewerkschaften. Also das ist noch ein Traum, eine Illusion aus den 70ern, 80er. Ich war damals beteiligt als junger Gewerkschafter, dass wir geglaubt haben, in den Gewerkschaften was drehen, was bewegen, was verändern zu können. Das haben wir auch geschafft. Verwaltungsstellen der einzelnen Gewerkschaften in den jeweiligen Kommunen oder für die Region, für die sie zuständig sind, machen heute dies und das, was die Betriebsräte in Betrieben von ihnen einfordern. Mitgliederversammlung, demokratische Willensbilligung, niente. Da findet nicht viel statt. Da ist nichts mehr. Was haben wir für eine Situation? Schröder hat in Davos davon gesprochen, dass er den größten Niedriglohnsektor Europas hier in Deutschland implantiert hat. Die Gewerkschaften machen Häuserkämpfe seit Jahrzehnten. Ein Haustarifvertrag neben dem anderen wird verteidigt. Es gibt kaum noch flächendeckend gültige Tarifverträge. Das ist die Situation. Wir sind nicht mehr in den 70er, 80er Jahren. Wir haben eine ganz andere Situation in den Gewerkschaften. Vor einigen Wochen wurde eine neue Vorsitzende gewählt vom DGB, von den DGB-Gewerkschaften. Da sind mal Zahlen genannt worden. Die Mitgliedschaft hat sich geviertelt, etwa. Da ist nicht mehr viel.
die haben zu tun, überhaupt noch Mitglieder zu bekommen. Das ist die Situation. Danke. Jetzt wieder die andere Seite. Je vais parler en français. Bonjour, je m'appelle Noémie, je suis militante pour la justice climatique en France. Si je prends la parole là, peut-être que j'ai mal compris l'intention de cette plénière, mais moi dans le programme je lis que c'est comment organiser nos luttes, est-ce qu'on veut marcher séparément, est-ce qu'on veut frapper ensemble, dans quelle structure, dans quel réseau souple, espace de liberté on veut s'organiser. Et pour l'instant en fait j'entends une diversité de visions, c'est hyper intéressant. Mais en fait, si je veux voir toutes ces visions, il suffit d'aller sur le site d'Attaque, il suffit d'aller lire votre livre, il suffit d'aller voir ce qui se passe pour avoir toutes ces visions. Par contre, là, ce que j'ai pas, c'est est-ce que, par exemple, ce qu'a dit Alice, il y a des gens qui s'y retrouvent ou pas? Est-ce que ce qu'a dit Ulrich, il y a des gens qui s'y retrouvent ou pas? Est-ce qu'on veut avancer ensemble là-dessus? Oui, non, comment on s'organise? Comment on communique entre nous? Comment on s'organise? Et en fait, moi, j'ai l'impression que juste on parle et qu'on accumule une quantité de visions différentes incroyables, mais qu'on fait aucun tri là-dedans et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord et c'est épuisant. Et voilà, c'est super facile pour moi de dire ça, je suis là, je suis pas à la place de la facilitation, on est une salle immense. Mais non, mais dans ce cas-là, ce qui est annoncé dans le programme n'est pas du tout le jeu de la session. J'ai dit, merci. I'll speak in English. My name is Niels, I'm from the Netherlands. I'm a climate activist active in the trade union movement. I was triggered by the comment from a comrade from Fridays for Future about power. And I think an organization like Fridays for Future that emulates strikes coming from the trade union movement, it's at least an attempt to think about what power do we have. But there's a difference, I think, between power and influence. I think Fridays for Future, Extinction Rebellion, they really were influential in the debate and the understanding about the climate crisis. But they are not powerful. And I think a trade union shows its power. I think a trade union, for instance, shows its power when people withhold their labor. There is no possibility by the bosses to earn their profits if people don't work in that company. And strikes are a way in which the labor movement has power over others. And I think as climate justice activists, we need to find these positions where we as the broad left have power in our society, in places where we need to build that power, because there's going to be an urgent crisis ahead of us. And if we're not ready to fight the fight to build that power, to build bastions of protection against very, very hard living crises, the far right indeed is going to come in. So my question to the panel, if people want to respond to that, like, where do we see coming up in the next 6 to 12 months possibilities to enforce power that we already have, or to quickly, with the alliances that are building, flourishing, or already there, that we can gain that power in the immediate struggles that are ahead? Because I do think that's one of the key strategic questions ahead of us. Auf Deutsch. Das Thema Krieg ist angesprochen worden und auch welche Kosten er jetzt verursacht, indem aufgerüstet wird. Aber es ist noch zu ergänzen, dass es nicht nur ein Krieg, in dem Russland die Ukraine angegriffen hat, sondern ein Krieg mit sehr vielen Stellvertretern ist. Es geht um den Kampf um die Trikontinentale. Die USA sitzen mit am Hebel und sie sind auch schon bislang Gewinner, soweit dieser Krieg bisher gediehen ist.
Und China steht im Hintergrund als der Staat, der bekämpft werden muss, um die Trikontinentale beherrschen zu können. Es ist auch über Sanktionen und deren Folgen gesprochen worden, aber es fehlen ganz wichtige Aspekte. Durch die Sanktionen ist alles, was es an grüner Politik ansatzweise gegeben hat, nicht nur für den Moment, sondern für lange Zeit umgekehrt worden. Bestes Beispiel LNG. Was man da auf die Beine stellt, das wird man nicht irgendwann abstellen können oder wollen. Genauso die AKWs, die jetzt geplant werden und von der EU auch noch als nachhaltig gepriesen werden. Dankeschön. Ich würde es, wir haben jetzt, glaube ich, auf der Seite noch zwei, ne, du, und auf der Seite niemanden mehr, oder doch? Nee, niemand mehr, das ist wunderbar. Dann würde ich sagen, ihr beide redet noch und dann machen wir, müssen wir in die Abschlussrunde gehen, damit wir pünktlich um 10 Feierabend machen. Ja klar, in die Abschlussrunde heißt, ihr drei dürft nochmal, also ihr vier könnt nochmal was sagen. Ja, natürlich alle vier. Ja, hoffentlich ganz kurz. Es gibt verschiedene Stichworte, auf die ich irgendwie Zugriff nehmen könnte. Aber erstmal das Stichwort Strategie. Wir hatten als alte Anti-Atom-Bewegung verschiedene Strategien in Deutschland, mit denen wir auch bestimmte Dinge erreicht haben. Und die Situation, die im Moment herrscht, Stichwort Herbst, der angesprochen wurde, Stichwort Energiesituation und Verteuerung, das führt leider dazu, dass verschiedene Leute, unter anderem auch aus der Friday for Future Bewegung, sich vorstellen können, die Laufzeitverlängerung deutscher Atomkraftwerke in Kauf zu nehmen. Verschiedene Leute, die früher mal eine grüne Farbe hatten in einer gewissen Partei, haben sich da selbst Leute, die unsere Organisation in Gorleben mitgegründet haben, sprechen sich in anderer Art und Weise aus im Moment. Mein Plädoyer ist intensiv dafür. Im Zusammenhang Stichwort Degrowth möchte ich nur kurz darauf hinweisen, dass es von der Internationalen Atomenergieorganisation im Klimagipfel COP 26 in Glasgow eine Veröffentlichung gab, in der das zentrale Statement war, dass die Atomindustrie dazu benötigt wird, den Status quo zu erhalten. Ich möchte einfach darum bitten, was immer im Herbst passiert und an Demonstrationen auf deutschen oder sonst wie welchen Straßen stattfindet, intensiv darum bitten, nicht zu fordern, irgendwelche Verlängerungen von Laufzeiten oder sowas zu machen. Wir brauchen eigentlich keine Argumente mehr liefern. Wir brauchen nur nach Saporizhzhia gucken und uns die Situation in Frankreich anzugucken, dann wissen wir alles. Thank you. Hello, in English. Okay, sorry. I'm Luciana. I'm from Argentina, Attack Argentina. And I want to say that I loved what happened tonight. I will say two things that I'm taking home with me. One is the generational gap that we have to be respectful among each other. I was 20 years old when the Battle of Seattle. I'm 43 now. I was young. When the Zapatistas, I was a teenager, when the Zapatistas came out from the jungle and said, there are still alternatives. And I learned a lot from older people. But why? Because they have been living things. We don't need to create, again, a generational gap. But that Alice is sitting there, this is beautiful. It shows again that we, now I'm in my 40s, we need to listen to you, young people. I feel young anyway, but the young people, because I was like that and I had a lot of ideas, but let's be respectful and not create a generational gap. It's good that we have this, and this girl is amazing. I have heard her before. The second thing I'm taking home, and that I have been seeing, I have been discussing with some of the people that I have known for a lot of years, is that we need political discussion. We cannot keep repeating the formats of the World Social Forum with 100 workshops where people like have 5 here, 6 there, 7 there. We need spaces for political discussion because we have a crisis of alternatives. Nobody knows where the hell we're heading. We lack narratives. 15 years ago, we had some main pictures of where we thought we were
able to go, and that was in crisis. That now is in crisis. We need political discussion, and for that, we need to gather in political meetings. Political in the best way of policies. Let's discuss our differences. Let's discuss our common goals. I don't know if it is a strategy, if it is a goal, if it's objective, tactics, but we have to discuss politics. And that is something that we should be aiming for. So maybe trying new formats, different formats, where people actually gather and work on this, is what we should be working for and aiming for. Thank you. Dankeschön. Und jetzt haben wir die Abschlussrunde hier nochmal auf dem Podium. Uli möchte gerne anfangen, dann lassen wir ihm natürlich auch das Wort. Ich spreche 30 Sekunden und gebe 1,5 Minuten an Alice, weil ich auch neugierig bin, wenn du nochmal erzählen möchtest, was am Workshop rauskam. Ich habe die Vorbereitung, ich habe mich so vorbereitet, dass ich mir wünsche, dass alle hier mit vielleicht 3 Anregungen rausgehen und mit Ermunterung, dass wir sozusagen in unseren je konkreten Feldern weiter aktiv sind. Ich finde, dass ich den Titel, weil das kritisiert wurde, Unity, Mosaik, Rainbow, ich weiß nicht genau, was Rainbow ist, aber Unity und Mosaik, dass ich mit der These, dass wir Konfliktfelder uns anschauen, da eine Antwort drauf gegeben habe, dass es weder Mosaik noch Unity ist, sondern dass wir uns etwas anschauen sollten, weil das kritisiert wurde. Und mein letzter Punkt, weil jetzt das in der Diskussion kommt, ich will dem nicht ausweichen, aber ich nehme nur Stichworte. Infrastruktur angreifen, Frontier Communities, marginalisierte Gruppen, Öffis, Gewerkschaften und 3 andere Themen, die sind doch so verschieden. Da muss man in jedem Thema eigene Strategiediskussion führen. Also ich will jetzt den Antwort nicht ausweiten, aber ich möchte nochmal den Charakter der Veranstaltung, so wie ich es verstanden habe, dass wir hier uns austauschen, was ist relevant und wo müssen wir dran weiterarbeiten, aber dass wir hier keine kollektive Strategiedebatte führen können. Ich hoffe, das war die halbe Minute und hoffe, dass Alice dann das hat. Danke. I prepared for a week, a long statement of 25 minutes talking about different political theories, but Andreas convinced me that this was not a good doing. So I love this session, on the contrary of some people. And I'm very happy to hear a lot of you. I come back home with the new ideas and new languages I really need for my work also at political level. Let me finish by saying that I am absolutely convinced of something. We are a minority in our societies in terms of conscious people of what is the future win. But we are not minority in the people knowing that the world is not going in the right way. And this is important to know, because, I mean, the awareness is that we are not doing well as a species, I mean, no? Is the first step. So it's not about times in that terms. Let me, again, being an old person, I live in a Europe where nobody can talk even about capitalism. The word was forbidden. Because it was, you know, the neoliberal winds were so strong that even talking about feminism was a bad word. So now I'm happy not only because of that, because I see the younger generation pushing, being irrespectful, being absolutely annoying and challenging us, which is exactly what they have to do. And I really will be behind you. But at the same time, please do believe that in this 21st century, the 21st century is going to be the women's century. It's now the women's century. That is clear, and it's going to be. I'm sure about that. And we need to stop climate change in this century. I don't know the exact date, 2030, 2031. But clearly we have to do it. There is no other option. I mean, there is no alternative to that. We need to do it. And we need to develop a common strategy to do so. It's not going to be unique. If somebody expected here in the room, especially the youngest people, one model on somebody, a leader, telling you what to do, it's not my way of doing things in my learning and experience as an activist. So I'm very happy about this session. Let me tell you on that we are living in a moment that we can change that things. We can work less hours. We can develop technologies for a better democracy in our continent. We can challenge the ruling classes because of the common sense of the society is saying that we are not going in a good way. And the most important things, I think we have the right in our sights, so we put it in action, which is what we have to do. To act, do things, go to the streets, and convince each other. My last thing, sorry, the one thing. Part of any strategy is proselytism. Propaganda.
talking with others, making articles, sheets, painting walls. I mean, the idea of spreading the ideas, not only among ourselves, but beyond our walls, extramuros, is an essential part of any strategy. I'm sure we are going to do it. Thank you. Thank you. Sehr schön. Ja, ich möchte mich dem anschließen. Ich finde auch, dass trotz allem diese Diskussion super und wichtig war, dass wir da gerade sehr, sehr viel lernen. Ich denke, es sind viele Vorschläge, Überlegungen vorgebracht worden und vorgestellt worden, Dinge, die teilweise schon konkret sind, manche, die noch nicht so konkret sind, aber die zeigen, in welche Richtung wir gehen, die, glaube ich, einerseits uns inspirieren und für mich auch ein Ausdruck sind, dass die Frage Unity, Rainbow, Mosaik vielleicht eine ist, die auch nie in einem Entweder-Oder zu beantworten ist, sondern immer in einem Und. Also wenn das, was die Kolleginnen von Fridays vorgestellt haben, die Besetzungen der Unis und der Schulen beginnt, dann ist das super, wenn sie das beginnen zu tun und das wird andere auch inspirieren, das zu tun. Und wenn andere einen anderen ersten Schritt setzen, dann wird das auch wichtig sein, genauso wie es wichtig sein wird, gemeinsam, was jetzt die Teuerung betrifft, hier auch koordinierter gemeinsam auf die Straße zu gehen. Insofern wäre mein Plädoyer, dass wir sozusagen eher in diesem Und diskutieren. Das ist das eine. Das zweite, vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, dass man nochmal jetzt auf der ESU auch dort, wo sozusagen konkrete Vernetzungen entstanden sind und wo Leute sagen, sie würden da gern dazukommen, weil sie da auch mit dabei sein wollen, dass wir einen Zettel aufhängen, zum Beispiel zu dieser Antiteuerungsgeschichte, wo wir jetzt ein Netzwerk haben und uns weiter austauschen werden. Und das gibt es wahrscheinlich für andere Dinge auch. Das ermöglicht allen, die jetzt vielleicht nicht in diesen Räumen waren, und das wichtig finden, dann vielleicht auch dazu zu kommen. Und das Letzte, was ich noch sagen wollte, ist, für mich war das jetzt seit langem, also einerseits durch Corona, aber auch weil eben diese Räume durch des Europäischen Sozialforums, die wir früher hatten, einfach nicht mehr da waren, das erste Mal seit langer Zeit, dass wir wieder so einen Raum haben, wo wir in dieser Größe und Diversität und Breite zusammenkommen. Und ich glaube, das ist einerseits etwas, was wir total brauchen und das, was wir in Zukunft noch viel mehr brauchen werden. Und es gibt schon eine Einladung, morgen wird sie noch einmal konkreter vorgestellt, im November nach Florenz zu kommen. Vor 20 Jahren fand das erste europäische Sozialforum statt dort. Und die Überlegung oder die Einladung und die Idee ist, und wir haben das jetzt einerseits bei dieser Antiteuerungsvernetzung gesprochen, aber auch in anderen Gruppen, dass das vielleicht ein nächster Moment ist, wo wir uns treffen und wo wir dann diese Strategiediskussionen weiterführen können und wo wir aber dann die Erfahrung von hier mitnehmen und das dort anders organisieren und uns sozusagen hier die Räume anders organisieren, damit wir auch mit anderen Antworten rausgehen. Okay, so English, please. So Manuel actually said that he really liked our strategy session yesterday. So just to pick up a bit of what we said there, what we said on the session mostly is that strategy is a combination of specific tactics. So this is something that may be clear for a lot of people. But our strategy also depends on where do we see change happening and why do we think that certain things work or don't work. So I do believe that it's really important for us to talk about different tactics that we can use and complement and different pathways towards the systemic change that we want. But I personally believe that the only way that we can solve the problem that we are facing, which is the climate crisis and the capitalist crisis, is through changing the system. And for that, we believe that what we need to do is to escalate the conflict. So we need to make this visible, this crisis visible, so it can be talked about and can be tackled. And the way that I believe we can do this is through mobilization. So there are a lot of different things happening, but we do need to mobilize and we do need to disrupt at the same time. This is what the youth movement, but not only the youth movement, is doing. And we've seen a lot of good initiatives talked about during this all of this program, and it would be amazing to have
talked about them more today. So I think that the strike that you are planning is one of them. But at the same time, this autumn, a lot of people are talking about maybe can be the beginning of a new mobilization for climate as we had in 2019. With End Fossil, also with Debt for Climate, with Scientists' Rebellion. So we do need this kind of coordination in the movement again, not only at the European level, but at an international level. And we need to keep doing that. Dankeschön, dann habe ich noch genau 5 Sekunden, um allen hier auf dem Podium Danke zu sagen und vor allen Dingen noch mal einen großen Applaus an die Übersetzerinnen und Übersetzer. Und schönen Abend noch.